Nö, eigentlich nicht. Ach, doch, Mittag. Da war Riesentowabo mit dem Trinker. Dustin Sänger, meinten Sie? Na, Justin oder Dustin, ich weiß es nicht so richtig, wie er heißt. Aber seine Frau, die kommt immer in die Beratungsstelle und die hilft dort. Die sehe ich manchmal. Das ist die Peggy. Die Peggy, die ist im September zu uns gekommen, nachdem ihr Mann Dustin sie zum dritten Mal krankenhausreif geschlagen hatte. Und dann hat sie sich endlich von ihm getrennt und der kapiert das einfach nicht. Also der macht uns dafür verantwortlich, dass die Frau sich von ihm getrennt hat. Und also das heißt, er steht regelmäßig bei Ihnen vor der Einrichtung seit September, schlägt da Scheiben ein, randaliert. Ah, also einschlagen tut er die Scheiben nicht. Also. Er fällt in Scheiben hinein, das ist ganz wichtig. Er fällt in Scheiben hinein, da kommen wir später noch mal zu. Wie auch immer, jedenfalls spricht dieser Dustin Sänger massive Drohungen aus. Was hat er alles schon so gesagt, Frau Strepitz? An dem Tag, na, da stand er vorm Haus. Und da rief er, ich zünde euch alle an. Na, und da kam der Rolf, der kam dann ganz schnell, richtig, kam rausgestürzt, ja. Der war ja sehr beunruhigt und wollte den zur Ruhe bringen, den Trinker. Aber das ist ihm nicht so richtig gelungen, der ist weggerannt. Ja, aber da haben wir es doch. Der hat eine Drohung ausgesprochen und in die Tat umgesetzt. Sie wissen es doch aus der Akte, dass das gar nicht so gewesen sein kann, denn Sie kennen die Fotos auch. Die Vorsitzende hat sie, ich zeige es Ihnen auch gerne noch mal, wo der Herr nämlich gewesen ist. Das erste Foto 19.17 Uhr, das hat eine Überwachungskamera geschossen in einer Tiefgarage, die etwa 1 Kilometer vom Tatort entfernt ist. 19.17 Uhr. Und da kam er hineingegangen oder hineingetorkelt und hat sich dort ist sehr bequem gemacht, hat sich's gemütlich gemacht und hat da geschlafen. Ja, alles richtig, aber nur bis 21.30 Uhr. Und danach hat er genug Zeit gehabt, um das Feuer zu legen. In dem Zustand war er dazu überhaupt nicht mehr in der Lage. Haben Sie sich die letzten Fotos mal angesehen? Der war hackendicht, um so zu sagen. Der konnte nur noch torkeln. Und jetzt soll er in der kurzen Zeit ins 1 Kilometer entfernte Haus gegangen sein. Und dann soll er auch noch diese schweren Autoreifen da nach unten verbracht haben und sich die Mühe gemacht haben, die ausgerechnet in den einzigen Raum zu bringen, in dem man was anzünden kann, ohne dass das Haus Feuer fängt. Das machen Sie mir mal plausibel. Frau Strepitz, gab es weitere Auseinandersetzungen, die Sie mitbekommen haben? Ach ja, da gab es schon einige immer mal. Der Rolf, der wurde ja laufend beschimpft von den Jungs da oben, die in der 78 wohnen. Sind die auch auf ihn losgegangen, wie sie bei der Polizei gesagt haben? Ja, das ist doch, er hat schon einmal sowas gesagt. Nein, die Jungs sind niemals tätig geworden gegen Herrn Bayer. Weil vielleicht haben sie mal ein bisschen rumgemotzt, aber nee, die haben dem nichts getan. Oh, Rolf, du hast Angst mir doch haben erzählt, müsste ich. Du verwechselst Jungs, was, Elke, damit. Guck mal, weißt du, für was die alles zufällig sind? Schau dir das mal an. Guck das an, was die gemacht haben. Oh, sieht man es ja, was das für Leute sind. Ja, die waren mir auch schon etwas ungeheuer. Also ich hatte auch so ein bisschen vor denen Angst. Wie ist die 78 denn so insgesamt? Die Frau Kobloch, die ist ja in der Beratungsstelle. Das ist für uns, für den Stadtteil, doch ein großer Gewinn. Das muss ich schon sagen. Ich sehe ja, da kommen viele Frauen hin, die Hilfe suchen. Sicherlich solche Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden. Sie haben ja auch recht. Es ist wirklich ein ganz wichtiges Projekt, was die beiden da durchgeführt haben. Das ist unbestritten. Das sieht auch ganz sicher der ganze Stadtteil so. Ich bin auch der Meinung. Nur die beiden hätten sich einfach auch mal Hilfe bei der Stadtverwaltung suchen müssen, um zu gucken, ob sie das vielleicht woanders auch durchführen können. Denn das auf Kosten eines Dritten zu machen und ihn dann noch zum Buhmann zu machen, nur weil er das Haus verkaufen will, was sein gutes Recht ist, das ist nicht in Ordnung. Na, also der Rolf, das ist wirklich ein ganz netter Kerl. Und der ist auch immer bemüht um die Hausbewohner in der 78, dass denen nichts passiert. Klar. Weil das Haus ja so marode, so baufällig ist, da hat er immer Angst irgendwie um die Bewohner. Und weil es so ein netter Herr ist, ist er auch nach Leipzig gekommen, als die Mutter gestorben ist. Der ist doch erst gekommen, als auch der Vater tot war und was erben konnte, damit endlich die Investoren da ihr Einkaufszentrum errichten können. Ja, was hat er denn eigentlich gemacht, Herr Weser? Na, Sie wissen doch ganz genau, wie die Baupläne sind. Da soll das Einkaufszentrum gebaut werden. Und das betrifft nicht nur die 78, das betrifft das ganze Viertel. Denn wenn der Kasten gebaut wird, dann kommen neue Wohnungen, dann kommen Sanierungen, dann steigen die Mieten, dann verändert sich alles in dem Viertel. Und die Frauen und die ganzen Leute können sich das überhaupt nicht mehr leisten, dort zu wohnen, die jetzt dort wohnen. Dann haben wir ein ganz anderes Viertel. Rolf, ist das wirklich so? Ja, willst du Elke, das wirklich? Elke, guck mal,
du hast dann immer dabei zum Einkaufen, du hast dann schön warm und hell. Ja. Aber das Viertel ist nicht mehr dasselbe. Das Viertel hat so viel Potenzial. Da ist so viel kulturelles und soziales Potenzial in dem Viertel. Wir brauchen diesen Kasten nicht. Kulturell? Was ist denn das? Sie haben absolut keine Ahnung von dem Viertel. Wir haben kleine Clubs, wir haben Künstler, wir haben Probenräume. Das geht alles kaputt, wenn die Mieten steigen, die wenn Graffitis? Das Einkaufszentrum kommt. Ja, da kann man drauf verzichten, auf jeden Fall, auf diese Schmierereien. Das ist doch keine Kunst. Na, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Da sehen die Mauern wenigstens nicht mehr so alt und grau aus. Und es ist ein bisschen Farbe in unserem Gebiet. Ja, Farbe, was ist denn Farbe? Das ist eine Schmiererei, irgendwelche mystische Zeichen. Das sieht doch gut aus. Noch Fragen an die Zeugin Striepitz? Ja, Frau Striepitz, also Sie wissen doch schon, dass der Herr Bayer diese Gentrifizierung des Viertels, diese Veränderung des Viertels, dass er die fördert, weil er dieses Einkaufszentrum dahin haben will. Das ist Ihnen schon bekannt. Das war Ihnen bekannt, als Sie hier die Aussage gemacht haben. Herr Roll, ich finde das ja eigentlich fürchterlich. Und, naja, weißt du, mir wird das jetzt auch irgendwie ein bisschen ganz mulmig. Ich habe eine Kündigung bekommen. Ach. Und zwar soll ich schon im Mai ausziehen. Und ich weiß überhaupt nicht, wohin ich ziehen soll. Ja, aber ins Altersheim, das will ich nicht. Noch Fragen sonst an die Zeugin Striepitz? Dann möchte ich mit diesem das den Sänger fortsetzen. Herr Sänger, bitte, bleibt unvereidig. Nehmen Sie bitte an der Seite Platz. Nehmen Sie bitte hin. Kann ja wieder gerade gehen, der Herr Sänger. Das möchte ich für ihn hoffen. Nehmen Sie Platz. Herr Sänger, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Sänger, Ihr Vorname ist das denn? Sie sind 33 Jahre alt und wohnen in Leipzig. Was sind Sie vom Beruf? Automechaniker und zurzeit arbeitslos. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Ja. Herr Sänger, am 20. Dezember 2011 sind ja gegen 22 Uhr 5 Autoreifen im Keller dieses Hauses 78 angezündet worden. Haben Sie was damit zu tun? Nö. Sie sollen an dem Tag um die Mittagszeit mal dort gewesen sein und unter anderem gesagt haben, dass Sie das Haus bzw. die Bewohner des Hauses anzünden wollen. Haben Sie das so gesagt? Ach Quatsch, ich wollte nur mit Peggy sprechen. Er hat das Schlippermodell da mich rausgeschmissen. Zählen das? Dann bin ich rumgelaufen. Bin irgendwann abends im Parkhaus wieder wach geworden. Ja, also Ihr Schlummern ist sogar dokumentiert im 5-Sekunden-Rhythmus. Also ein paar Bilder haben wir uns davon ausgedruckt. Ein Traum, Frau Vorsitzende. Ein Traum. Ja, so kann man sagen. Aber was haben Sie nach 21.31 Uhr? Ich bin nach Hause gegangen, habe mir noch 4 Pesetten drin gedreht und dann bin ich pennen gegangen. Wer sagt denn, dass Sie nicht auf dem Weg nach Hause noch mal eben in der Pfostenstraße vorbei sind, haben die Autoreifen in den Keller geschleppt, haben die angezündet, weil Sie nämlich sauer waren. Weil Sie sauer waren, dass Ihre Frau in diesem Haus Unterschlupf bekommt, um Sie endlich verlassen zu können. So ist es doch, oder? Ich wusste ja gar nicht, dass der Hof einfach so aufgeht. Und ich wusste auch gar nichts von Autoreifen. Der Besitzer will einfach die Leute da aus dem Haus haben und die ganzen polnischen Skins da. Was für polnische Skins? Du meinst die Typen bei uns da drinnen? Na, die kommen doch von dem Bayer. Die hat der Bayer uns doch auf den Hals gehetzt. Sicher. Was für Personen hat er jetzt noch zusätzlich da einquartiert? Naja, ist auch so eine Geschichte. Wir hatten erst gedacht, wir haben ein bisschen Ruhe vor dem Bayer. Und dann im August sind da plötzlich so eine Schlägertypen bei uns auf den Dachboden eingezogen. Ja, wir können ja nichts machen. Ich meine, wir haben gesagt, wir wollen keinen Ärger haben, aber hat die überhaupt nicht interessiert. Die haben uns das halbe Haus auseinandergenommen. Und weshalb sagen Sie jetzt, dass der Angeklagte diesen Einzug dieser Leute veranlasst hat oder befürwortet hat? Das ist ganz einfach, weil einen von den Typen, den habe ich wiedererkannt. Der hat da geholfen, als wir die Mauer vors Haus gekriegt haben, vor die Tür. So, direkt da fein mitgemauert. Anklage, Herr Bayer. Das ist doch unglaublich, was ihr da für Leute, ihr macht eine Penner-Herberge daraus. Ja, und ich krieg die Strafe dafür. Ne? Da kriegt dann immer die ganzen Keller, die bei hinten und her hüpfen, in den Griff. Kann doch nicht wahr sein, sowas. Ja. Wie lange waren die dort? Ja, ungefähr einen Monat. Und dann sind sie verschwunden. Also ziemlich schlagartig. Also irgendjemand meint, die hätten einen Bruch gemacht und wären halt dafür verknackt worden. Da weiß man dort Leibescheid, was sich dort im Haus von der Bagage angesammelt hat. Verbrecher, Punks. Na, und so Säuferpack. Alle doch ja nicht. Ja, wie sieht es mit Ihrem Alkoholkonsum aus? Ich trinke keinen Alkohol mehr, für Peggy. Aha, seit wann? Seit einigen Tagen. Mach das lieber für dich selbst, Dustin. Peggy ist nicht die richtige Motivation, die baut gerade selbst ihr eigenes Leben auf. Ach du, mit deinen Psycho-Gelaber da hinten, du hast sie doch voll eingelollert da mit der ganzen Gelaber. Die sollte man als Ehefrau zu mir stehen und nicht so mich in den Stich lassen hier. Herr Sänger, eine Ehefrau, die von ihrem Ehemann geschlagen wird, muss nur eines.
weggehen. Und zwar so schnell wie möglich von zu Hause. Sich trennen und Hilfe suchen. Und das hat Ihre Ehefrau ja offensichtlich gemacht in dieser Beratungsstelle Nummer 78. Sie haben sie doch geschlagen, oder nicht? Ich habe sie nicht geschlagen. Wir hatten zwar Streit, dann hat sie von mir mal eine Schelle gekriegt und das war's dann auch. Ja, toll, sieht man ja mal, wie einsichtig du bist. Die hat wirklich Angst vor dir gehabt. Sie sind doch völlig uneinsichtig. Sie waren es doch, der den Schwelbrand gelegt hat. Ja, Quatsch. Weil sie sauer, sie sind ja nach wie vor noch sauer, dass ihre Frau dort untergekommen ist. Ach, alle die Spinster hier. Wir werden sehen. Noch Fragen an Dustin Sänger? Danke, nein. Dann möchte ich mit Ihrer Ehefrau fortsetzen. Peggy Sänger, bitte. Sie nehmen bitte hinten Platz, bleibt unverteidigt. Frau Sänger, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Frau Sänger, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Ja. Frau Sänger, Ihr Vorname ist Peggy, Sie sind 31 Jahre alt und wohnen in Leipzig. Was sind Sie von Beruf? Verkäuferin in einem Supermarkt. Ich arbeite ehrenamtlich in der 78. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Richtig. Sie sind an diesem 20. Dezember 2011 ja nicht in der 78 gewesen, als jemand gegen 22 Uhr abends diese Autoreifen in Brand gesetzt hat. Aber Sie waren ja nachmittags dort, als der Angeklagte auch dort war. Haben Sie gehört, was der Angeklagte zu Frau Kobloch und Herrn Weser gesagt hat?